Yo, was geht ab, YouTube Blackjack? Wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. Und Freunde, wir sind zurück auf der YouTuber-Insel. Ja, momentan ist es tatsächlich sehr, sehr ruhig auf der Insel. Viele sind ja irgendwie woanders da oder nicht so oft da, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ist denn mit dir los? Und ciao. Ah, guck mal, hier hat schon wieder irgendjemand kaputt gemacht, Sand hingemacht. Und was ist hier? Ja, auch Sand. Leute, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum die Leute hier die ganze Zeit irgendwas am Machen sind. Naja, egal. Freunde, ich wollte mal zu Kian gehen. Also quasi sprich zu seiner Burg hier oben. Da werden wir jetzt mal ganz geschwind hingehen, weil ich Kian ja mal was fragen wollte. So, meine lieben Freunde, ich bin angekommen an der Burg von Kian. Warum habe ich ein Ei dabei? Hä? So, hoffentlich ist er überhaupt da. Guck mal, da stehen schon zwei Lamas rum. Ist die Frage, was wollen die Lamas hier? Ah, da wurde der Ding scheinbar gekillt, der komische Halter-Typ da. Also der Händler. So, jetzt gucken wir mal. Einmal enthüllt. Was zur Hölle ist denn hier los? Hier ist ja übelst der Zoo. Naja, Kian! Hallo? Kian! Nee, der ist nicht da. Okay. Ja, schade. Dann... Oh, Goldäpfel. Sprachaufnahme SU. Okay. Ich würde mal sagen, Freunde, wollen wir das Ganze mal abspielen? Vielleicht, oder? Nicht, dass das irgendwas Geheimes ist von seinem Bruder. Egal, Leute, ich würde mal sagen, wir spielen das Ganze jetzt mal ab. Jo, Blackjack, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte nur kurz mitteilen. Ist doch an mich. Du weißt, meine Items wurden ja aktuell genommen und ich habe irgendwie keinen Zugriff. Ich werde aber die YouTuber-Insel sowas von nicht aufgeben. Ich werde auf jeden Fall noch herausfinden, wer hinter dieser ganzen Scheiße steckt und wer mich beim Admin verpetzt hat. Und in der Zwischenzeit, während ich gerade am herausfinden bin, wer dahinter steckt, Bro, sage ich dir ehrlich, werde ich nebenbei auch noch den Alphastein-Server mal besuchen gehen. Und deshalb, ich werde jetzt mal dahin gehen, wenn du möchtest, komm her. Ich werde dir auch die Daten geben, beziehungsweise wie du am besten halt easy peasy raufkommen solltest. Wer weiß, vielleicht bekommt der ein oder andere das gar nicht mit. Und deshalb mach dich gerne auf den Weg. Und entweder sehen wir uns auf der YouTuber-Insel wieder oder wir sehen uns auf dem geheimen Platz von Alfi wieder. Ich denke mal, beides ist auf jeden Fall weiterhin cool. Und ich sag mal so, mein Freund, morgen bin ich auf den geheimen Alpha-Inseln und übermorgen bin ich wieder auf der YouTuber-Insel. Also ich werde die ganze Zeit hin und her pendeln. Das solltest du auch machen, mein Dreizack-Bruder. Ich sag dir ehrlich, lass uns gemeinsam hin und her pendeln. Hä? Okay, Freunde. Ganz komische Geschichte. Wir heben uns die auf jeden Fall mal auf. Sprachaufnahme. Aber was ist das für ein komischer Zufall, dass Essio direkt die hier in der Tour hat, als ob er wusste, dass ich mit Kian reden möchte. Aber was ist das für ein Zufall? Warte mal, gibt es hier vielleicht noch mehr? Nee. Okay. Freunde, ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben eine neue Mission. Ihr habt gehört, SU ist auf den neuen Server gegangen von Alphastein. Oh Gott, hoffentlich sterbe ich nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir werden definitiv da auch hingehen. Ich würde mal sagen, der Plan ist jetzt erstmal, wir werden jetzt zurückgehen zu unserem Platz, werden unsere Sachen ablegen, weil SU hat ja ebenfalls quasi alles verloren und abgenommen bekommen. Und wenn er jetzt auf die Alphastein-Insel gegangen ist, das heißt, er fängt dort neu an, dann werden wir SU damit unterstützen. Freunde, wir legen schnell unsere Sachen ab und machen uns auf den Weg zu den, keine Ahnung, Alpha-Inseln? Okay, meine Freunde. Und zwar, ich habe jetzt, wie ihr seht, alles komplett abgelegt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns hier jetzt nochmal ein letztes Mal um. Hier war eine coole Zeit. Hier fehlt schon wieder ein Stück Erde. Egal. Ja,
Hier auf der YouTuber-Insel wurde so einiges erlebt. Wir haben viel durchgemacht. Und ich sag's gleich, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir hier sind oder hier waren. Aber ich habe mich jetzt mit SU informiert, also ich habe ihn geschrieben in WhatsApp und allem. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen. Das ist das Einzige, was ich jetzt quasi noch dabei hatte, ein Boot. Ansonsten, ihr seht alles weg. SU hat alles verloren, ist auf den Alpha-Inseln. Wir werden ihnen dahin folgen, haben auch alles abgelegt. Und wir werden mit Essio zusammen neu anfangen, Freunde. Und ich würde sagen, warte mal, er hat gesagt, ich muss dahinter fahren und dann straight up in die Richtung. Also einfach jetzt straight up in die Richtung, aber sehr, sehr weit. Ja, Freunde, es ist nicht der Abschied von der YouTuber-Insel, aber es wird jetzt quasi noch auf die Alpha-Inseln gehen. Es ist ja ein neues Projekt, ein Zweitprojekt, wo nebenbei jetzt mitläuft. Und ich würde mal sagen, Leute, wir schauen mal, was uns gleich erwartet. Oh, Freunde, bei Gott, ich habe keine Lust mehr. Ich bin so lange jetzt schon unterwegs hier. Ey, das ist. Oh! Freunde, da ist es! Hoffe ich zumindest. Hey, Freunde, was ist das denn? Da ist ein Go-Kart. Hey, wie cool ist das denn? Freunde, ich würde mal sagen, wir werden uns hier jetzt erstmal die Stadt angucken. Wen seine Häuser sind es? Kann man das zumachen? Nee. Oh, Überwachungssystem. Hallo! Leute, was sind das für krasse Möbel? Bücherregale. Gaming-PC? I Cry Max. LOL. Wir sind im Max sein Haus. Oh, hoffentlich killt er uns nicht. Hä, hey, aber wie geil ist das denn hier? Ein Gaming-Setup? Oha! Ja, okay. Übertreib halt direkt. Leute, was ist hier los? Muss man mal einen Sprachchat ausmachen. Mache ich den aus? Hey, ich bin komplett überfordert. Egal, ich lasse ihn an. LOL, Aquarien. Freunde, was ist. Hä? Hier ist ja absolut Paradies. Eine Bar mit Wein, E-Gitarre, Klavier. Hä? XXL-Fernseh. Freunde, was ist hier los? Oh, eine Ritterstatue. Okay, Leute, das ist krass. Casa de Crymax. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, wir nehmen das Go-Kart hier und fahren einfach mal hier durch die Gegend und werden uns die Stadt noch ein bisschen angucken. Komme ich da hoch? Nee. So. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen ab hier müssen wir, glaube ich, zu Fuß gehen. Egal. Okay, was haben wir hier alles? Stoffhandel. Stoffhandel 2. Ah, okay. Wir haben hier also verschiedene Farben und Materialien. Hey, wie cool ist das denn? Was ist da? Lidl. Ja, okay, also zum Originalen komplett falsch geschrieben, aber ich denke mal, das wird Absicht sein. LOL Steak. $2. Also man muss hier wirklich Geld verdienen. Jefferson! Jefferson, eine Blume, leckeres Steak für nur zwei Kartoffeln. Jefferson, zeig mal, was du hast hier. Hallo? Ja, okay. Dann halt nicht. Da ist Geld drin. Soll ich das? Nee, ich lasse es mal lieber. Oh, Überwachungskamera. Lol, wie cool ist das denn, Freunde? Wir sind auf den Alpha-Inseln angekommen. McDonald's. Oha, kann ich damit fahren? LOL, das ist ein E-Auto. LOL mit deutschen Kennzeichen. Hey, wie cool ist das denn? Upsala, die Bremsen sind nicht so gut. Ja, komm, wir gehen mal schnell raus. Hallo? Das können wir so nicht lassen. Jetzt. Perfekt. Hey, vor allem, Leute, guckt mal, wie realistisch man sich bewegt und rennt. Lol, wie geil. Oh.
Das ist ja nicht klar, wahr, oder? Guckt euch das an, Freunde. Eine richtige Polizeistation mit Logo. Was? Polizei bittet um ihre Mithilfe. Da ist ein Bild von Amir. Polizei, ein Villager. Und iCrimex. Lol. Kann man hier vielleicht auch an den PC eigentlich gehen? Nee, geht nicht. Was ist das? Polizeijacke? Lol. Richtige. Okay. Lol. Betten, Toiletten. Ich Toilette benutzen? Oh. Ja, okay. Ich sitze auf der Toilette. Leute, was ist das hier? Leute, wie krass ist es? Überlegt mal, das alles hätte so auf der YouTuber-Insel gegeben. Alter Schwede. Okay, Freunde, wir müssen auf jeden Fall weiter gucken. Ich will hier alles sehen. Okay, was ist das? Ah. Burger King. Oh, also entweder ist der hier kaputt gemacht worden oder der ist verlassen. Hier stehen Kameras, da hat bestimmt jemand was aufgenommen. Das ist ein Ratten. Klimaanlage. Lol, Freunde, wie krass ist es hier bitte? Alter, hier ist so viel Geld. Alter. Leute, hier ist so viel Geld. Käse, Tomate, Krautsalatburger, Cheeseburger mit Speck. So viel Geld. Boah, Leute, ich muss mich mal schlau machen, ob man hier das Zeug quasi ausrauben darf oder ob wir sagen, okay, hier ist Fairness und man muss sich das Geld wirklich erst verdienen. Alter Schwede, wie krass. Hey, aber das ist halt echt, also hier gibt es ja wirklich richtige, was ist denn, warte mal, Bücher. Oh, hier gibt es scheinbar Waffen. Alter, hier gibt es Waffen. Freunde. Was zur Hölle ist es? Warte mal. Burger. Sandburg. Gibt es hier Waffen? Oh. Warte mal. Pistole. Boah, Smaragdpistole, Bolzen, Diamantpistole, Gold, Eisen. Ach du Heilige. Freunde, was ist das hier? Aber krass, okay, es gibt einen Burger King, es gibt eine Polizeistation, es gibt einen Lidl, beziehungsweise, achso, doch, das ist ein Lidl, es gibt einen McDonald's. Was ist hier? Bauarbeiter. Netherite Ingot. 15 Mal ist gleich. Kleiner Ladenbauplan. Ah, da gibt es einen Bauplan. Okay, okay, okay. Überwachungskamera. Ah, hier kann man sich das alles Sachen kaufen. Was ist denn mit denen los? Verkauft. Ah. Hier kann man sich Häuser raussuchen. Ah, die kann man anheuern. Dann bauen die für einen. Ey, wie krass ist das? Hey, ich komme mir gar nicht klar. Guck mal, das Haus ist quasi schon verkauft. Und die zwei stehen noch zum Verkauf. Okay. Dann hat man hier... ist nix. Ich würde mal sagen, das soll einen Ring darstellen. Also ein Schmuck oder allgemein. Ah, da kann man verkaufen. Obsidian. Ah, oh, man kann für ein Netherite Ingot kaufen für 55... Du hast nicht, was er will. Achso, man kann für Ankäufer. Ah, der kauft Netherite-Barren an für Geld. Okay. Okay, okay, okay. Check ich. Was gibt's sonst noch hier, Freunde? Okay, wir haben hier Wohngebiet scheinbar. Winzheim, das würde ich mal sagen, gehört Amir. Oha, der hat auch schon einen Roller. Wo kann ich mir Roller kaufen?
Hier muss es doch noch mehr geben, Freunde. Ich packe hier ein bisschen. Ah, okay. Hier sind scheinbar ein paar Villager. Aber das wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt. Wir gehen mal kurz. Aha. Ist nicht böse. Was ist denn das? Schwerer Stoff. Okay. Wir gehen, leihen uns hier mal kurz ein paar Kartoffeln aus. So. Ist ja, wird ja jetzt nicht so schlimm sein. Lol, hier sind sogar Überwachungskameras bei so Villagern. Okay. Okay. Freunde, da ist einer schon, ich würde mal sagen, ziemlich gut ausgestattet. Helm, Weste, Schuhe, Waffen. Ja, wir lassen hier tatsächlich mal die Finger davon. Krass, 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 krass. Okay. Achso, ist wieder da. Guck mal, da hinten ist noch irgendein Gebäude. Wie kommen wir jetzt am einfachsten dahin? Wir gehen. Ja, wir hüpfen einfach. Ah, hier kann man hoch. Na, zack, zack, zack. Also man merkt durch die ganzen Mods, was hier sind, du merkst, dass der Bewegungsstil anders da ist. Es ist nicht so wie das normale Standard Minecraft. Was haben wir hier noch? IKEA. Okay. Dann gucken wir mal, was es hier noch im IKEA so gibt. Wo ist denn... Ah, da vorne ist die Treppe. Da gehen wir ganz schnell runter. Aber Leute, das ist ja bis jetzt... Das ist ja ultra krank, was es hier alles gibt. Hä? Aber wo... Das habe ich schon fast wieder vergessen. Wo ist SU? So, was haben wir denn hier? Ah, ein Förderband. Lol, das fördert... Nee, das fördert mich doch nicht weg. Boah, mit drei Bildschirmen. Da ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Oder warte mal, ich möchte mal hier eine Kartoffel reinlegen. Fällt die dann jetzt irgendwie hier raus? Digital Bergbaugerät. Start. Seht ihr was? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, stopp. Achso, warte mal. Auswerfen aus. Reset, Behutsamkeit. Automatisch. Ja, ich lasse es lieber, bevor ich da irgendwas kaputt mache. Aber krass. Okay, hier ist... Ah, der Parkplatz. Dann muss es hier drüben auf jeden Fall reingehen. Weil Leute, wir dürfen nicht vergessen, dass wir Essio suchen. Aber ich bin gerade absolut fasziniert. Ah, hier ist auch noch Parkplatz. Zack. Okay. Der ist vielleicht noch gar nicht fertig. Ah, hallo. Ne, bei denen kann man auf jeden Fall auch noch nichts kaufen. Ah, doch, guck, hier gibt es schon ein paar Sachen. PCs. Oh, lol. Nee, wie krass. Hier kannst du verschiedene Sachen an den PCs auswählen und kannst dir dafür Sachen hier kaufen. Hat ja jeder dasselbe? Ja. Okay, hier ist eine Badeeinrichtung, Wohnzimmer, ganz viele verschiedene Tische, Sessel, Küche. Freunde, ich werde mir die geilste Villa überhaupt hierher bauen. Ah, oh, krass. Nachttischkommoden, verschiedene Betten. Das hier finde ich ganz cool. Krass. Oh, hier, Doppelbetten. Oh, ja. Das hier. Das werde ich mir nehmen. Geil. Was gibt es denn hier noch? Oha, Telefon. Das ist eine goldene Truhe. Ah, hier gibt es noch verschiedene Sachen. Oha, der ist ja sogar gefüllt. Was ist noch hier? Ah, da kann man nach unten gucken. Gartensachen. Freunde, ich werde mir sowas von die geilste Villa hier hinstellen. Die wird wirklich ein Scheiß sein. Also, die Villa von Max war ja gerade schon echt heavy. Aber glaubt mir, meine wird noch krasser. Okay. Okay, ich würde mal sagen, es schaut aus, als würde es da hinten erstmal nichts mehr weiteres geben. Und
Ja, wir müssen Essius suchen, aber ich habe tatsächlich jetzt hier in der Stadt noch nichts von Essio gesehen. Oh, ich muss so viel essen. Freunde, wir müssen uns dann erstmal einen Überblick verschaffen, wie kommen wir an Geld. Dann, wenn wir Geld haben, müssen wir uns ja irgendwo ein Grundstück holen und ein Haus. Ja, die Frage ist, bauen wir das Haus selber oder lassen wir da die Bauarbeiter machen? Und vielleicht machen wir dann auch ein Gewerbe, weil ich habe jetzt hier schon gesehen, das hat schon einer Lidl, einer hat einen McDonald's. Ich glaube, ich werde eine Baufirma aufmachen. Dann mache ich ein Bauunternehmen auf. Und ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Also ich glaube, bisher war das jetzt erstmal. Hier kannst du Werkzeug kaufen. Was, eine Kettensäge? Bergbaubohrer? Krankontroller? Kranrucksack? Bauarbeiterhelm? Junge, was ist los? Ah, hier gibt es viele Materialien für ein wenig Geld. Okay, Freunde, wir müssen mal gucken. Ankäufer und Verkäufer, der verkauft quasi alles. Und hier können wir das Ding, also hier können wir uns quasi unsere Kohle machen. Wir könnten aber natürlich auch den abgeranzten Burger King überfallen. Da war eine ganze Menge Kohle drin. Vielleicht machen wir das. Guck mal, warte mal, wenn hier Amir ist und hier ist Max, dann muss das doch das Haus von Alphastein sein. Weil was weiteres gibt es hier aktuell nicht. Das ist safe dann. Hier wohnt Alfie. Lass mal kurz gucken. Ja, wir gehen lieber nicht rein. Der macht es uns wahrscheinlich wieder echt nur miese Brise. Okay, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Essio ist bisher noch nicht da. Ich glaube, ich werde mich zu Max in die Menschen rein, ja, legen. Und Freunde, ich glaube, hier wird richtig, richtig, richtig krasses Zeug entstehen. Wir werden Essio morgen suchen. Lasst ein Like da, Freunde. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao.